Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du gut bist, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass wir allen Grund haben, dich zu loben, dich zu preisen, dich zu verehren. Ich danke dir, Herr, dass du unser Gott bist, dass du an unserer Seite bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du möchtest, dass wir wachsen, dass wir in unsere Bestimmung, dass wir in unsere Berufung kommen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst, dass diese Predigt einfach ein Stück dazu beiträgt, dass wir erkennen, wer du bist und dass wir erkennen, was du in uns gemacht hast. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns zurüstest, stärkst, damit wir zu einer Botschaft werden, zu einer Botschaft für diese Zeit, zu einer Botschaft für diese Welt, für unsere Familie, da, wo wir sind. Und dass dieser Lobpreis nicht nur hier geschieht, sondern dass er in unserem Herzen ist, und dass er mitgeht, da, wo wir hingehen. Herr, so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass diese Worte nicht nur Informationen sind für unseren Kopf, sondern dass es einfach Kraft ist, die unser Herz verändert, die unser Leben verändert. Darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, ich sehe dich, brauche ab und zu noch ein Taschentuch. Ich bin schon wieder so echt gut drauf. Da bin ich Gott sehr dankbar. Hat auch echt eine fiese Erkältung gehabt nach der Beerdigung und hatte Fieber und alles. Aber Gott ist da, Gott ist gut. Ich konnte sogar noch so ein Seminar gehen, trotz meiner Krankheit. Das war ein totales Geschenk von Gott. Ich konnte letztes Wochenende zusammen mit Timo, Dani, Joel ein bisschen von Last Reformation kennenlernen. Eine Erweckungsbewegung, die in Dänemark losgegangen ist. Und die Deutschland erreicht hat mittlerweile schon, begleitet von ganz vielen Taufen, Buße, Bekehrungen. Und es war schön, diese Arbeit kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich euch so Stück für Stück ein bisschen was mitbringen kann von dieser Arbeit. Genau, und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ein bisschen mich an das Wochenende erinnert hat. Nämlich die Jahreslosung. Ich brauche meine Präsentation. Genau, sehr, sehr schön. Wer hat sie von euch schon gehört, eine Predigt über die Jahreslosung? Noch keiner? Ah, eine Person, sehr, sehr gut. Okay, ich habe gedacht, wahrscheinlich habt ihr alle schon gehört, tausendmal Predigt über die Jahreslosung. Freut mich, dass ihr es noch nicht habt. Dann bin ich sozusagen der Erste, der die Ehre hat. Das ist umso schöner. Ich möchte euch mal diesen Vers vorlesen, im Zusammenhang mit den anderen Versen, die so da rumherum stehen. Hesekiel 36, 26 bis 27, da steht: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Eine wundervolle Botschaft. Ich möchte euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will das steinerne Herz aus euch rausmachen, rausnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ihr seht, das hier ist ein bisschen dargestellt. Ist nicht so die beste, ist immer noch hart. Ich glaube, das, was uns Gott gibt, ist viel, viel weicher. Aber ich möchte diesen Stein rausnehmen und uns ein richtiges, schönes Herz dafür geben. Ein fleischernes. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal mit Hesekiel beschäftigt hat. Es war ein Mann, der so gelebt hat in der Zeit, wo das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist. Es gab mehrere Wellen, wo man Leute da von Israel rausgeholt hat und nach Babylon verschleppt hat. Und Hesekiel war so bei der zweiten Welle dabei. Ich weiß nicht, so ungefähr 580 vor Christus ungefähr. Und in Babylon beruft ihn Gott zum Prophet. Und er bekommt die Aufgabe, dem Volk zu erklären, warum sie jetzt in die Gefangenschaft gelandet sind. Und zur Buße aufzurufen, zu sagen, Leute, tut Buße. Denn das, was hier passiert ist, ist nur passiert, weil ihr euch nicht an die Abmachung gehalten habt, die Gott mit euch getroffen hat. Ja, also Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen, der Mosebund. Und da steht ganz klar drin, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr gehorsam seid, dann dürft ihr euer Land behalten.
dann dürft ihr euer Land genießen und ich werde euch segnen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr das verlieren. Denn ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr ein heiliges Volk seid unter den Nationen. Dass ihr ein Volk seid, das einfach demonstriert, dass ich Gott bin. Dass ihr ein Volk seid, das demonstriert, dass ich ein heiliger Gott bin. Dass ich ein segnender Gott bin. Aber wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr in Gefangenschaft kommen. Und das war die Botschaft, die Hesekiel hatte. Er sagte, Leute, tut Buße, denn ihr habt nicht das getan, was ihr mit Gott ausgemacht habt. Ihr habt euch nicht an seine Gebote gehalten. Und jetzt seid ihr in Gefangenschaft geraten. Und wenn ihr nicht aufhört, dann wird es noch schlimmer. Und ich ermahne euch, kehrt um, tut Buße. Und ich finde es total interessant, was denn so die Missstände waren, die es damals so gab in dieser Zeit. Man könnte ja jetzt sagen, ach, das war vor 2.500 Jahren, das, was die damals für Probleme hatten, das sind wir doch lang drüber weg. Aber es ist voll interessant, denn das Hauptproblem war Götzendienst. Ja, also Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er möchte, dass er allein unser Herz ausfüllt. Und dann gab es da in diesem Babylon und drumherum so eine, ja, man nennt das so Fruchtbarkeitsrituale. Eine ganz fiese Sache, das ist nämlich so, dass man letztendlich perverse sexuelle Sachen religiös erklärt hat. Ja, es gab es also mehrmals im Jahr, dass dann die Jungfrauen da sich einfach ihre Jungfräulichkeit nehmen lassen hat. Männer durften einfach Sex haben, zum Teil auch öffentlich. Und dann haben die Männer sich rausgeredet und haben gesagt, ja, es war ja eine gute Sache, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist die Fruchtbarkeit wieder in unserem Land hergestellt. Die Frauen waren danach gebrochen, Familien sind kaputt gegangen. Aber man hat es versucht, schön zu erklären. Wenn man in die heutige Zeit reinschaut, stelle ich was Ähnliches fest. Da gibt es tatsächlich Agenturen, die sich damit beschäftigen, Männer zu helfen bei Seitensprüngen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder gelesen habt. Es gibt Agenturen, die helfen, damit man gute Seitensprünge machen kann. Was mir auch aufgefallen ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo es normal geworden ist, zuzuschauen, wenn andere Sex haben. Habt ihr das mal mitbekommen? Mir geht es so, ich mag sehr gerne Filme, aber ich merke das, es ist kaum möglich, ins Kino zu gehen und einen tollen Film zu schauen. Ich mag Actionfilme, ohne dabei zusehen zu müssen, wie andere Sex haben. Wir machen es uns auch leicht und sagen, ach, das ist doch nur im Fernsehen, da ist doch eine Scheibe davor. Aber es ist doch genau das Gleiche, oder? Damals gab es sexuelle Riten, die durften zuschauen, wie andere offiziell Sex haben. Jungfräulichkeit sind geklaut worden. Wir machen das heute auch und reden uns nur raus, ist doch nicht echt, ist doch im Fernsehen. Und wird genau das Gleiche dargestellt. Ja, ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Gesellschaft auf den gleichen Level gekommen sind, wie damals, wo Hesekiel gepredigt hat. Ja, wir sind einfach pornografisiert. Sexualität wird super hochgehalten. Sexualität wird hochgehalten, die pervers ist. Ja, die nicht mehr zu dem passt, was Gott eigentlich geschaffen hat und was Gott gut geschaffen hat. Wir haben Bereiche und Lehren über Sexualität, die Familien zerstören und die das kaputt machen, was Gott eigentlich gewollt hat, was Gott eigentlich gesagt hat. Und ich empfinde es, ja, das ist eine Form von Götzendienst in unserem Land. Lust ist der Götze, ja. Die zweite Sache, es gab damals in der Zeit von Hesekiel Menschenopfer. Da könnte man wieder sagen, ach du, das war vor 2.500 Jahren, das sind einfach die Steinzeitmenschen. Ja, wir haben heute genau das Gleiche. Da gibt es Leute, die binden sich einen Sprengstoffgürtel um und die opfern sich für ihren Gott und werden noch bejubelt. Ja, und es gibt tatsächlich Leute, die gehen da zu IS und denken noch, das ist was Tolles. Ist genau das gleiche Prinzip wieder. Es gibt wieder Menschenopfer für Götzen, für Götter in unserer Gesellschaft. Und ich denke so, wow, wenn man das liest, wo Hesekiel gesagt hat, Leute, tut Buße, kehrt um, der könnte genauso gut heute stehen, hier stehen und könnte das uns wieder predigen. Eine dritte Sache, worüber er sich beklagt hat, sind die gesellschaftlichen Missstände, nämlich, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden und dass den Reichen
dass sie ihre Macht missbrauchen, dass die Politik ihre Macht missbraucht. Es gibt da so eine Bibelstelle aus Hesekiel, die möchte ich euch mal vorlesen. Es ist ein bisschen kleiner, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das Wort des Herrn ging an mich, er sagte, du Mensch, sag zum Land Israel, du bist so unrein geworden, dass ich in meinem Zorn keinen Regen mehr schicke. Deine Herrscher haben sich aufgeführt wie beutegierige Löwen. Sie raubten Schätze zusammen und mordeten. Wie viele Frauen haben sie zu Witwen gemacht? Deine Priester haben meine Gebote willkürlich ausgelegt und die Opfer, die sie mir darbrachten, entweiht. Sie machten keinen Unterschied zwischen heiligen und unheiligen Dingen. Belehrten das Volk nicht über das, was unrein macht, und kümmerten sich nicht darum, wenn der Sabbat geschändet wurde. So kam es dazu, dass die Leute von Israel mir ohne jede Ehrerbietung begegneten. Deine Richter benahmen sich wie beutehungrige Wölfe. Sie machten sich nichts daraus, Menschen umzubringen, um sich zu bereichern. Die nächste Folie. Deine Propheten aber deckten all dieses Unrecht mit beschwichtigten Worten zu. Sie verkündeten trügerische Hirngespinste und sagten, so spricht der Herr, der mächtige Gott, wo ich doch gar nicht zu ihnen gesprochen hatte. Deine angesehenen Leute verlegten sich auf Raub und Erpressung. Sie nutzten die Armen und Schutzlosen aus und verweigerten den Fremden ihr Recht. Ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Dies war die Botschaft von Hesekiel an sein Volk und an die Gesellschaft, in dem es lebte, die einfach nur kaputt war. Und ich glaube, dass wir heute eine ähnliche Botschaft haben, wie Hesekiel. Dass wir eine Botschaft haben, unsere Gesellschaft und unser Volk zur Buße aufzurufen. Und auch zu rufen, Leute, kehrt um. Das, was hier läuft, das ist nicht das, was Gott möchte. Und das ist nicht das, wonach wir uns ausstrecken wollen. Ihr kennt diese eine schöne Bibelstelle aus 2. Chronik, die möchte ich euch mal vorlesen, die berührt mich immer total. Da steht, wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Gottes tiefer Wunsch ist es, unser Land zu heilen, uns wiederherzustellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so mit Leuten rede und ich habe häufig den Eindruck, wir sind momentan so eine sehr gute Gesellschaft. Ja, wir lieben so die biologischen Sachen, wir lieben die ökologischen Sachen, wir sind die ganze Zeit bestrebt, dass unsere Autos weniger Kohlendioxid ausstoßen, Stickstoff und so, ne? Genau. Und wir essen vegan und wir kaufen nur noch Kleidung, wo man genau weiß, sind keine Kinder dran beteiligt. Habt ihr es mal mitbekommen? Also mir geht das voll so. Ich begegne voll häufig Leute, die das ganz, ganz hoch stecken. Und wenn ich es höre, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist alles verkehrt. Aber es gibt einen Bereich in mir, den wird es übel dabei. Weil ich den Eindruck habe, wir kratzen an der Oberfläche, ja, und wir polieren die Fassade unserer Gesellschaft so richtig schön auf. Denn ihr merkt das vielleicht, das Problem ist, dass wenn genügend Leute jetzt, sage ich mal, Veganer werden oder gegen diese Tierhaltung wettern und sich nur noch Kleidung kaufen, wo definitiv keine Kinder mitgearbeitet haben, dass irgendwann wieder jemand kommt und merkt, boah, das ist eine tolle Geschäftsidee. Ja? Und irgendwann wird es so weit kommen, bis wieder jemand damit Geld verdient. Ja? Und es wird dann irgendwann so weit kommen, dass es Skandale gibt, unsere Autos sind doch nicht so umweltbewusst, wie wir dachten, dass es einen Skandal gibt und man merkt, ach, das sind doch wieder Kinder dran beteiligt. Und es ist ein Kreislauf, der einfach nicht endet. Wir versuchen, Gutes zu tun, es dauert aber nicht lang und wir merken, es ist doch nicht gut. Und wisst ihr warum? Und ich glaube, das, was jetzt kommt, ist eine Botschaft, die wir der Welt schuldig sind.
die wir der Gesellschaft schuldig sind. Weil das Problem nicht nur ist, dass wir ab und zu mal sündigen und Gott deshalb sauer ist. Das Problem ist, dass wir seit Adam eine sündige Natur haben. Seit Adam ist Sünde ein Teil unseres Wesens. Und es ist ein Problem. Wenn nämlich Sünde ein Teil unseres Wesens ist, dann können wir uns nicht einfach entscheiden und sagen, ab jetzt mache ich nur noch alles gut. Das kannst du probieren. Aber wenn dein eigenes Wesen sündig ist, dann wirst du immer wieder aufs Gleiche rauskommen. Und wisst ihr, und darum ist diese Bibelstelle so genial. Weil zuallererst, glaube ich, sagt Gott, oder Gott sagt zuallererst, Leute, tut Buße. Tut Buße. Das bedeutet, ich denke da immer an die Apostelgeschichte, wo Petrus predigt und da steht, dass er das Evangelium gepredigt hat und den Leuten traf das ins Herz. Und dann sagten die, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, ja, tut Buße. Kehrt um und dann lasst euch taufen. Ich glaube, das, was Gott sagt, ist, Leute, zuallererst möchte ich, dass ihr erkennt, was ihr eigentlich anrichtet, dass ihr erkennt, wie kaputt eigentlich eure Gesellschaft ist und wie wenig es nutzt, wenn ihr die Oberfläche aufpoliert, wenn ihr die Fassade aufpoliert. Und wenn ihr erkannt habt, dass ihr wirklich total falsch seid, dann gebe ich euch einen Tipp. Ihr könnt es nicht verändern. Das ist nämlich hart. Sagt das mal jemand, der von ganzem Herzen versucht, das Gute zu tun und sagt ihm mal, du kannst nichts dafür tun. Denn das wird ja echt sauer sein. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das Verständnis vom Alten Testament wie auch im Neuen Testament vom Herzen ist, dass das Herz unser inneres Wesen ist. Das Herz ist unser eigentliches, was uns ausmacht. Und nur Gott, ja, nur Gott kennt es wirklich. Nur Gott kennt es wirklich. Und Gott sagt, ihr seid so krank, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Ich muss euch dieses Teil, das muss ich euch rausnehmen. Und ich nehme euch das raus und ich gebe euch ein anderes. Und ich gebe euch einen neuen Geist. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird der Kreislauf der Sünde durchbrochen. Nur dann. Wisst ihr, das Ding ist, es gibt so tolle Konzepte in dieser Gesellschaft. Es gibt so tolle Konzepte, die man entwickelt, um tolle Sachen zu tun. Aber wir haben eine Botschaft und die Botschaft lautet, wir können noch so tolle Konzepte in unserer Gesellschaft aufbauen und aufstellen. Wenn es nicht dazu kommt, dass Gott uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist gibt, werden wir im Kreis laufen. Und wir feiern uns selbst. Ja? Wir feiern unsere tollen Konzepte. Aber wenn man die Fassade wegnimmt, dann stinkt es. Und schaut euch Deutschland an. Wenn man die Fassade wegnimmt von Deutschland, dann stinkt es. Warum stinkt es? Weil die Leute gute Sachen machen mit dem gleichen Herzen. Und es stinkt. Das klingt ein bisschen hart, aber wisst ihr, ich glaube, biblisch gesehen, ist das unsere Botschaft. Es ist unsere Botschaft für unsere Gesellschaft. Leute, das ist, was ihr macht, das ist okay, aber es reicht nicht. Aber wisst ihr, es ist auch gar nicht so schlimm. Tut Buße und dann gibt es eine Lösung, die unser Gott hat und die funktioniert wirklich. Ein neues Herz und ein neuer Geist. Ich finde, es ist eine wirklich wichtige Botschaft. Und ich glaube, das ist unser Statement, unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, das unseren Nachbarn zu sagen, das unserer Stadt zu sagen, das unserer Gesellschaft zu sagen. Tut Buße und lasst euch ein neues Herz geben. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und möchte an uns die Frage stellen, haben wir denn ein neues Herz? Weil zuallererst einmal ist es ja für das Volk Israel gemeint. Ja? Hesekiel spricht zuallererst zum Volk Gottes und sagt zuallererst, ihr werdet eines Tages ein neues Herz bekommen und einen neuen Geist bekommen. Gilt das für uns auch? Was meint ihr? Das gilt für uns, denn wisst ihr, ich glaube, wenn Gott das nicht machen würde, dann könnten wir kein neues Leben führen. Wenn Gott dieses alte Herz nicht rausnimmt, wären wir nicht imstande, dieses neue Leben zu führen, zu dem wir berufen sind. Weil wir immer Sklave der Sünde bleiben würden.
Damit wir aus dieser Sklavenherrschaft der Sünde rauskommen, brauchen wir zwei Sachen. Neues Herz, neuer Geist. Sonst keine Chance. Ich möchte euch mal zwei Bibelstellen zeigen. Aus dem Neuen Testament. Römer 2, Vers 29, da steht, die wahren Juden sind die, die es innerlich sind. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach den Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Hebräer 9, Vers 14 steht, um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus uns im Innern reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Wie können wir dem lebendigen Gott dienen? Wenn sein Blut, das Blut von Jesus, uns im Innern reinigt. Was meint das Innere des Menschen laut der Bibel? Das Herz. Ich glaube, an der Stelle, wo wir Buße tun und sagen, Jesus, ich brauche dich absolut, ich gebe dir mein ganzes Leben. Da kommt Jesus und er macht dir zwei Sachen. Er reinigt unser Herz, er nimmt das raus, gibt uns ein neues Herz, gibt uns einen neuen Geist. Und dann können wir damit leben. Wenn wir taufen, bestätigen wir das. Ja? Die Taufe ist die Bestätigung, ich lasse mich reinigen im Blut von Jesus. Das Alte stirbt, die alte Natur, die stirbt. Und ich komme raus und Paulus schreibt es in eine neue Kreatur. Ja, wir haben also ein neues Herz und einen neuen Geist. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn das so ist, wenn wir jetzt alle, die wir hier sitzen, die meisten von denen kenne ich euch, ich weiß, ja, ihr habt euer Leben Jesus gegeben, ihr habt ein neues Herz, ihr habt einen neuen Geist. Jetzt müsste man sagen, okay, dann müsste es einen gewaltigen Unterschied geben zu allen Leuten, die in dieser Welt sind, oder? Ja, also wenn die anderen kein neues Herz haben und wir ein neues Herz haben, dann muss es doch einen gewaltigen Unterschied geben. Wir haben doch ein neues Herz, oder? Neuen Geist. Ist der Unterschied gewaltig? Was meint ihr, ist er gewaltig? Natürlich, aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal sieht man es nicht so sehr, oder? Manchmal gibt es in der Gemeinde auch noch so viel Zeugs, wo man sagt, boah, das sieht mehr nach sowas aus und nicht nach sowas hier. Ja, also sieht mehr nach so einem steinernen Ding aus und nicht nach diesem lebendigen Herz. Wo ist das Problem? Ich glaube, das ist ein großes, riesiges Thema, aber ich möchte euch halt zwei Antworten geben. Passt mal auf. Stellt euch vor. Mein Laptop, ja. Und der Hersteller schickt mir einen Brief und er sagt, ich habe einen neuen Prozessor für den Laptop. Das ist die absolut neueste Generation, super stark, super schnell, ein absolutes Kraftpaket. Aber das kannst du nicht selber machen, wir können es auch nicht zuschicken. Du musst diesen Laptop zu uns schicken. Und nur wir als Hersteller können diesen neuen Prozessor einbauen. Ist doch eine super Sache. Ja? Mir ist bewusst, mein alter Prozessor war echt schief. Das Ding ist immer stecken geblieben, schwarzer Bildschirm, konnte eigentlich nichts damit machen. Natürlich, ja, ich will diesen neuen Power-Prozessor. Ich schicke das also hier zu diesem Hersteller. Und ich warte ein bisschen und dann kommt es zurück. So, und es liegt ein Brief dabei. So, und in diesem Brief steht, ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Kunde, ja, wir haben unseren neuen Power-Prozessor eingebaut, es wird alles anders, es wird alles besser, aber es gibt einen Haken. Dieser neue Prozessor, der braucht ein anderes Netzteil, der hat eine ganz andere Spannung, ja, der läuft nicht mehr mit Ihrem alten Netzteil, deshalb schicken wir Ihnen auch ein neues Netzteil dazu und ab jetzt weil dieser Prozessor und dieser PC immer mit diesem neuen Netzteil funktionieren. Jetzt kann ich ja sagen, ach komm ey, mein altes Netzteil war so schön und es hat vorher funktioniert, also wird es auch nachher funktionieren. Ja, ich beherzige also diesen Rat nicht und ich schließe mein altes Netzteil an. So, was passiert? Die Spannung ist ein bisschen zu hoch, ja, oder was auch immer und mein Prozessor wird so richtig heiß. Und wenn ein Prozessor heiß wird, was passiert? Er wird total langsam. Und irgendwann komme ich auf die Idee, boah, haben die so eine Werbung gemacht, aber das Ding ist ja schlechter als vorher. Es passiert gar nichts. Bleibt immer noch stecken, wird immer noch schwarz. Die haben mich total belogen. Braucht keinen neuen Prozessor. War alles Quatsch. Ich übertrage mal dieses Bild auf unser Christsein. Ganz, ganz klar sagt Gott, wenn wir dieses neue Herz haben und diesen neuen Geist haben, brauchen wir eine andere Spannung.
Und diese andere Spannung ist der Heilige Geist. Ja, also dieses neue Herz und dieser neue Geist lässt sich nur mit dem Heiligen Geist leben. Ich könnte sagen, das ist ja das Problem, ja, ihr kennt das auch. Die meisten, die sich für Jesus entschieden haben, die sich taufen lassen haben, gehen in ihre alte Familie zurück. Gewissermaßen in ihrer leiblichen Familie. Oder gehen auf in ihre Arbeitsstelle zurück. Und stehen zum Teil vor den gleichen Entscheidungen, vor den gleichen Umständen und können die ganzen Sachen wieder aus ihrer Leistung heraus tun. Ja, sie können wieder mit ihrer Vernunft arbeiten, mit ihrer eigenen Weisheit arbeiten, mit ihren Gaben arbeiten, mit ihrer eigenen Kraft arbeiten. Und irgendwann sind sie wieder auf kurz zum Burnout und denken, hier geht gar nichts mehr. Oder sie sagen, okay Gott, neues Herz, neuer Geist. Ah, stimmt. Ich brauche eine neue Spannung. Heiliger Geist. Hier ist eine schwierige Entscheidung. Früher hätte ich das so gemacht. Aber ich bete mal gerade, Herr, was meinst du denn? Früher hätte ich so viel gearbeitet, weil für mein Ansehen, für alles, ja, für meinen Ehrgeiz. Aber jetzt, Gott, wie viel soll ich denn wirklich tun? Da ist gerade ein großes Problem. Gott, hast du eine Antwort, eine Kraft für mich? Heiliger Geist, was hast du da? Das ist die erste Sache, ja. Neues Herz, neuer Geist braucht eine neue Spannung. Das ist der Heilige Geist. Und ich habe die Möglichkeit, mein Christsein aus dieser alten Leistung heraus weiterzuleben, werde irgendwann genauso überhitzen. Die zweite Sache, stellt euch vor, dieser Prozessor, mein alter Prozessor war so, der war immer komplett verbunden mit dem Internet und hat sich aus dem Internet immer alle Updates runtergezogen, hat diesen ganzen Schrott vom Internet immer gebraucht und gekriegt. Ja? Der brauchte das einfach. Mein neuer Prozessor braucht das nicht mehr. Mein neuer Prozessor ist direkt via Satellit mit dem Hersteller verknüpft. Und alles, was ihr braucht, kommt vom Hersteller. Ja, unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Ja, unser Hersteller sorgt dafür, dass der Geist, das Herz super gut funktioniert. Aber jetzt kommt's. Aber es ist ja immer im Glauben die Frage, was ist Gottes Job und was ist mein Job? Gottes Job ist es, er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe dir einen neuen Geist. Und jetzt kommt's. Die Folge davon ist, ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. Ja, ich bin kein Sünder mehr oder ich muss nicht automatisch sündigen, sondern ich kann mich jetzt entscheiden. Mit diesem neuen Prozessor darf ich mich entscheiden und kann mich entscheiden, meine Autorität einzunehmen und zu sagen, entweder ich fülle meine Festplatte mit allem Müll, ja, und ich tue das nicht. Entweder mir reichen die Updates, die von Gott kommen, oder ich mache so ein bisschen, ja, ich mixe ein bisschen rum. Was passiert? Irgendwann wird der Prozessor langsamer. Oder der Prozessor kümmert sich um den ganzen Müll, den ich da die ganze Zeit drauflade. Aber wozu ist ein Prozessor berufen? Ein neues Leben zu leben. Die Bestimmung zu leben, die Gott hat, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die Gott für mich hat. Wenn ich das tue, dann laufe ich zur Höchstform auf. Ja? Und mein PC hat Power ohne Ende. Und ich kann Dinge tun, die mich nicht ausbrennen lassen. Das sind so zwei Sachen, die ich feststelle, wie es passieren kann, dass man ein neues Herz hat, neuen Geist hat und dass man das nicht so ändert, dass man einfach nichts sieht, weil ich die falsche Spannung habe und weil ich falsche Entscheidungen treffe. Ja, weil ich die Autorität nicht wahrnehme. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle zeigen, die das beschreibt. Es gibt eine Übersetzung, die heißt Willkommen daheim, eine sehr moderne Übersetzung und die drückt das super gut aus. Römer 6, 12 bis 14, da steht, das Böse hat also nicht mehr das Sagen über uns. Wir müssen auch nicht mehr all den verkehrten Wünschen folgen, die es uns eingibt. Wir wollen nicht zulassen, dass der alte, gnadenlose Zustand jemals wieder unser Verhalten bestimmt. Lasst uns das Gegenteil tun. Lasst uns unser neues Leben Gott zur Verfügung stellen, damit er durch uns seine Gerechtigkeit in diese Welt bringen kann. Wir wollen dabei nie vergessen, dass das Böse keine Macht mehr über uns hat, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade unseres Gottes. Dieser Text ist ein Text für das neue Herz. Wir stehen nicht mehr in der Abhängigkeit des Bösen, nicht mehr in der Abhängigkeit der Sünde. Es kann passieren, dass wir nochmal sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr. Es kann passieren, dass wir was falsch machen und das zu Gott bringen können. Aber wir sind keine Sünder mehr. Wir müssen es nicht mehr. Wir dürfen uns entscheiden, unser Leben für Gott und seine Sache einzusetzen. Wir sind also zubereitet,
neue und gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist eine Sache, die wird uns Gott nicht abnehmen, aber er wird uns mit seinem Geist dabei helfen und die Kraft dazu geben. Ist eine wundervolle Botschaft für das Jahr 2017. Gott hat uns ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist gegeben und wir haben eine Botschaft für diese Welt. Es reicht nicht nur vegan zu sein. Sorry, ich habe nichts gegen Veganer. Aber es reicht nicht einfach nur ein Auto zu kaufen, was keinen Ausstoß mehr hat oder so. Ja? Wir brauchen ein neues Herz. Und es geht um Buße. Und wenn wir Buße tun, dann bekommen wir dieses Versprechen dieses neuen Herzens und dieses neuen Geistes. Und das ist eine wichtige Botschaft für die Gesellschaft. Und wir sind die Botschafter und wir sind dazu ausgesucht, erwählt, diese Botschaft weiterzugeben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchst und dass diese Botschaft, die Hesekiel gepredigt hat, für uns genau noch so gilt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns verändert hast und dass wir hier sitzen dürfen und ein neues Herz haben, einen neuen Geist haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dieses Wert zu schätzen und dieses zu erkennen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Vollmacht und Autorität gibst, diese Botschaft auch weiterzugeben. Ich bitte dich darum, dass wir das erleben, dass Menschen, die in diesem Kreislauf der Sünde festhängen, die in diesem Karussell der Sünde geraten sind, dass sie da rauskommen und dass sie die richtigen Sachen mit einem neuen Herz tun und dass deine Gerechtigkeit dadurch entsteht, nicht nur unsere Gerechtigkeit, denn das reicht uns nicht aus. Amen.